Du kommst in einen Sitz, wo du mit dem einen Bein in einem halben Schneidersitz bist, mit dem anderen Bein nach hinten. Und was ich jetzt mit dir machen möchte, ist, dass wir uns im Kreis drehen, beziehungsweise erstmal hin und her. Die Idee ist, dass die verschiedenen Körperteile immer den anderen Körperteil mitnehmen. Ich beginne in dem Fall rechtsrum, indem ich mit der rechten Schulter, mit dem rechten Arm so nach vorne falle. Das ist die erste Bewegung, die du machst, dass du versuchst, dich fallen zu lassen. Dann führst du das weiter mit dem linken Arm und die linke Schulter nimmt das linke Bein mit den rechten Arm und du sitzt mit dem Rücken zur Kamera. Und das gleiche andersrum. Fallen lassen, Knie, Knie. Jetzt habe ich den Arm falsch rumgenommen. Fallen. Alle. Nimm das mit. So, das kann ich jetzt weiterführen. Ich mache das nochmal. Wechseln die Seite von den Beinen, diesmal das rechte Bein, und ich falle links. Fallen, mitnehmen, sitze auf der Seite, andersrum. So, jetzt versuche ich das Ganze in den Kreis zu bringen. Dann habt ihr einen Wechsel. Dieses Hochkommen initiiert, dass ich meine Hüften bewege und ich rolle und wechsle, organisiere meine Beine dann. Also, links, Hüfte, Beine, weiter, Hüfte, weiter. Andersrum. Hüfte. Halt. Hüfte fallen lassen. Zurück. Viel Spaß.